Ja, was geht ab? Herzlich willkommen bei Sock Performance. Es ist gerade 19 Uhr am Abend und heute 10.01. habe ich einen Kommentar bekommen unter einem YouTube-Video. Schon das zweite jetzt, dass so viel Schnee ist, 20 cm Schnee. Ich meine, der ist da schon über 30, 40 Grad. Es ist 20 cm Schnee, ich kann nicht trainieren, der Boden ist gefroren, ja. Das sind nach meiner Meinung, das sind alles nur Ausreden. Ihr könnt trainieren, schau. Während wir jetzt hier mal am Parkplatz trainieren können oder eben hier auf dem Soccer-Court einfach mit einer Schneeschippe ein bisschen freischaufeln und sorg heute machen wir nur Übungen mit einem Ball, nicht mal Hütchen. Einer hat doch heute wieder kommentiert, ja, kann man gut werden ohne Trainer. Man kann besser werden auf jeden Fall. Wie viel besser ist es dann wieder eine andere Frage. Ab einem gewissen Level brauchst du dann schon Mentoren, die dich weiterbringen. Aber die findest du meistens dann auch als dein Mannschaftstrainer in den NRZ-Mannschaften. Vor allem in den guten NRZ. Die auch dann eine gute Trainer haben. Genau. Es ist dunkler, als es jetzt in der Kamera aussieht. Ist aber gut so. Also hier ist schon richtig dunkel. Sieht man gar nicht so in der Kamera. Maradona hat gesagt, dass er immer im Dunkeln trainiert hat, so dass er den Ball nicht mehr sehen konnte. Und dadurch hat sich seine Technik verbessert. Ist bestimmt auch was dran. Man sieht den Ball nicht mehr so gut. Es trainiert auch das Auge. Und dann eben auch wieder schnell zu reagieren, Reflexe. Genau. Sagt, wir haben jetzt ein lockeres Techniktraining und Schieber hat auch jetzt wieder ein paar harte Tage vor sich. Nächste Woche geht die Saisonvorbereitung dann richtig los. Genau, machen wir jetzt hier locker Techniktraining. Ist schon warm. Ja, hergelaufen. Ja. Das ist Einstellung, ey. Läuft immer her, sprintet her, läuft zurück, locker zurück jetzt im Winter, wo er nicht mehr Fahrrad fahren kann. Ich würde sagen, dehn dich erstmal. Ja, locker andehnen. Ja, wie du siehst, hier ist auch nicht zu viel Platz. Du brauchst wirklich nicht viel Platz, nur einen Ball, um auch gut trainieren zu können, sogar im Winter. Was ich noch dazu sagen will, wenn es wirklich zu rutschig ist, gell, dann kannst du auch deine Bewegungsmuster kaputt machen, kannst auf die Schnauze fallen, dich verletzen, ist natürlich dann nicht so gut. Du sollst schon aufpassen, ja. Genau, dann legen wir los, würde ich sagen, oder? Hast du alles durchgedehnt? Wade, ja. Adduktor, hintere Muskelkette, Hüftbeuger. Erste Übung ziemlich simpel, auch mal erstmal locker zum Reinkommen, einfach auf der Stelle pendeln. Zack. Da habe ich den ein bisschen weiter vorne, macht es schon sehr gut. Zack, und jetzt, während man schief pendelt, geht er mal leicht nach vorne und zurück dann. Zack, ja. Vorne, dann wieder zurück. Komm, in den Rhythmus rein. 5, 3. Fertig. Ziemlich simpel, man kommt aber auch schon ein bisschen aus der Atem, wenn man es dann intensiv macht. Erstmal locker zum Reinkommen. Nächste Übung pendelst du wieder, gehst seitlich, aber jetzt erstmal noch Pause. Einfach wieder zwischen den Füßen pendeln und dann seitlich gehen. 15 Sekunden hast du noch Pause. Ja, und toll. Man könnte auch sagen, heute ist ein Pausetag für Mucib, aber er macht einfach trotzdem was. Ich meine, ich war den ganzen Tag beschäftigt, hatte keine Zeit. Mucib hat gesagt, ey, wir trainieren trotzdem noch um 19 Uhr. Und das ist auch ein Training, das ist nicht anstrengend. Das kannst du immer machen, auch an deinem Pausetag. Los geht's, komm. Ja, schön seitlich gehen. Komm, ganz rechts, ganz links, ja. Sehr gut, Ball läuft gut. Weiter, weiter, weiter. Ist auch gut für die Kraftausdauer, vor allem jetzt im Winter, die aufzubauen bei solchen Übungen. Normalerweise hast du ja nicht so, dass du so lange in der Belastung drin bist. Derselbe Bewegung, die noch immer auf dieselben Muskeln geht. Das wird wahrscheinlich auch auf die Waden gehen, vielleicht ein bisschen vor der Oberschenkel, je nachdem, wo man halt auch durchgelaufen hat. Komm, 8 Sekunden noch. Ja, Tempo noch oben halten, komm. Fertig, Pause.
schon hart, dann muss ich das Gefühl haben. Ja. Doch, doch. Das Video jetzt ist wahrscheinlich so Ende Z 35, 36. Schau dir einfach mal das davor an. Gestern haben wir auch ein ganz gutes Training gemacht, nur mit 3 Hütchen und Ball. Auch mit 4 Hütchen und Ball. Ja. Auch mit super Übungen. Und anschließend noch ein Krafttraining. Also schau dir, wenn das jetzt NLZ 35 ist, dann schau dir NLZ 34 die 2 Folgen an. Nächste Übung, schon ein bisschen schwerer. Du hast den Ball hier, gehst hier und du bist direkt neben dem Ball, okay, hier. Dann so weit unten, okay, nicht hier oben startest. Du startest hier, gehst hier rüber, zack, spielst ihn hier zweimal, zack, 1, 2, zack, 1, 2, zack. 1, 2, zack, 1, 2. Zack, kannst du gerne noch ein bisschen nach rechts und links immer so in Bewegung gehen. Ich immer auf einer Stelle sein, komm, neue Technik für dich. Mach das erstmal ein bisschen langsamer. 1, ja. Weiter, komm. Ja. Schön beigefügen. Weiter, komm. Weiter, weiter, komm. Ach, komm. Die Pause. Was machst du, wenn die Übung noch nicht so gut klappt? Dann mach halt ein paar Sätze mehr. Ganz simpel. Aber wenn du hier ein bisschen hier schnell auf den Fuß bist, zack, zack. Da braucht man schon viel Ballgefühl. Das ist eher sogar positiv, dass der Boden leicht gefroren ist. Ja. Weil der Ball so rutschig ist jetzt. Ja. Also, leg mal los, komm. Weiter, mach es ein bisschen langsamer am Anfang. Komm. Weiter, weiter, komm. Gönn jetzt doch die Pause, mal ohne Ball, einmal nur durchatmen. Sauber, dann klappt der dritte Satz jetzt besser. Diese Ballgefühlsachen sind da schon brutal. Wow. Aber mit rechts darf einer besser als mit links. Wieso? Weil ich rechtsfüßig bin. Ja, weil ich rechtsfüßig bin. Zack. Wow. Oh, das ist hier rutschig, glaube ich auch nicht, gell? Nee. Hier? Ja, aber schau, mit rechts kann ich. Aber wenn man langsam macht und mit vier Ballen geht, dann geht's.